Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Alex und ich habe heute einen kleinen Extra-Tipp für euch und zwar, wie man diese schöne und einfache Schnur häkeln kann und die sieht eben auch aus wie so ein gestrickter I-Cord. Das ist wirklich ziemlich simpel und wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich. Vorweg sei noch gesagt, bei diesem Stückchen hier habe ich ganz genau ausgemessen, denn entscheidend ist, dass ihr einen ganz, ganz, ganz langen Faden überlasst. Ich habe in diesem Beispiel 1 Meter Anfangsfaden hier gelassen und habe auf die Art und Weise, wie ich es euch gleich zeige, verhäkelt und habe mit diesem Meter Anfangsfaden eine Schnur von 35 cm bekommen. Das heißt, ihr braucht einen Anfangsfaden, der dreimal so lang ist, wie die fertige Schnur sein soll. Was damit genau gemeint ist, das seht ihr jetzt. Ich habe jetzt hier meinen Arbeitsfaden, der am Knäuel ist und hier eben diesen sehr, sehr langen Anfangsfaden. Und ihr werdet gleich verstehen, warum der so lang sein muss. Also wie gesagt, dreimal so lang, wie eure fertige Schnur sein soll. Diese I-Cord-Schnur funktioniert folgendermaßen. Ich lege meinen Anfangsfaden um meinen Haken drumherum, habe jetzt 2 Schlaufen auf dem Haken und häkel das Ganze ab wie eine feste Masche. Und jedes Mal wieder lege ich den Faden um den Haken und häkel das Ganze ab. Faden umlegen, abhäkeln, Faden umlegen, abhäkeln, Faden umlegen, abhäkeln. Und da könnt ihr jetzt also beliebig lange Schnüre mitmachen. Aber ihr müsst halt vorher euch genau überlegen, wie lang soll eure Endschnur sein, damit ihr entsprechend einen langen Anfangsfaden lasst, damit eure Schnur dann auch die Länge bekommt, die sie haben soll. Einfaches Prinzip, sieht aber super gut aus. Ja, ihr seht, es hat so ein bisschen so eine ganz leichte kantige Struktur. Und das ist eben eine Schnur, die super gut strapazierfähig ist. Und es sieht wirklich aus wie ein gestrickter I-Cord und ist ganz, ganz einfach zu machen. Nochmal ganz kurz der Hinweis, aus 1 Meter Anfangsfaden habe ich 35 cm Länge gehäkelt. Also euer Anfangsfaden muss mindestens dreimal so lang sein wie eure fertige Schnur. Ja, das war's heute schon mit dem Extra-Tipp. Wir sehen uns ganz bald wieder, hoffe ich doch. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, eure Alex.